heute Morgen hier. Hallo. Na dann. Wissen Sie, wozu ich dieses kräftige Klavier brauche? Weil Sie das Pianissimo selber können. Das ist es. Ich brauche das für Mozart und für dieses Repertoire. Ja. Brauche ich diesen Glanz und auch die Brillanz und zum Teil auch Schärfe. Und dieses Mal, heute, haben wir ein sehr gutes Gefühl mit den Flügeln. Okay. Zum Beispiel, es sind ja manchmal Personen da, die fassen es nicht, dass ein Steinway verschieden klingen kann. Ja. Das sind Welten dazwischen. Ich möchte von mir beides optimal haben, sowohl den Klang als auch den Anschlag. Ja. Ich sage immer, wenn ich ein Klavier aussuche, ist es ja nicht für mich privat. Wir haben diese ganze Auswahl, um zu schauen, was passt am besten. Ja. Das F ab dem F ist ein bisschen stumpf. Mhm. Das ist alles ja. Der ist plötzlich weg. Der ist frei. Ja. Der 271, der hat eine so eigene Farbe, den hatten wir so noch nie. Er ist nicht so präsent wie der? Der ist auf jeden Fall präsenter, aber es geht um die Zeit. Der ist sehr schnell da. Für Sie passt das wunderbar, das können Sie ja. Ja, aber das müsste ein guter Pianist muss das ja auch imstande sein, das so zu machen. Ja, also ich glaube, es hat nicht nur mit Können zu tun, sondern Es ist auch es kommt alles von hier. Mhm. Wenn ein Kollege kommt, er will den, sagt er, aber der ist ihm viel zu brillant, den muss man weich machen, dann muss man sagen, es tut uns leid, aber dann müssen Sie ein anderes. Denn man darf den Charakter des Klaviers nicht ändern. Das ist das aber das Wichtigste. Das ist ein normaler Klang. Das ist ein gutes Steinway. Aber diese zwei sind außergewöhnlich. Da sind mehr Brillanten, Diamanten dabei. Ja. Das glitzert mehr. Das ist, er ist natürlich wirklich edler im Klang, aber der kann mehr. Das ist eine ideale Kombination, diese zwei. Man braucht nichts ändern, wenn der eine Pianist nicht den mag, ist er mit dem sehr glücklich und vice versa. Das wäre eine Traumlösung natürlich. Also wenn der nicht dastehen würde, wäre das ein ideales Klavier, dann würde es keine Diskussion geben.